Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Jule am Start und willkommen zum ja bereits schon angekündigten Highlight-Video zum Kampfpanzer 50 Tonnen. Wie ihr seht, haben wir es diese Woche, zum Zeitpunkt, wo das Video kommt, müsste es noch diese Woche sein, geschafft, den Panzer noch zu 3 Marken on Stream. Es war ein langer, steiniger Weg. Ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar mehr Games auf dem Panzer drauf, weil ich den dann auch noch ein bisschen gefahren bin. Aber wir müssten so, ich glaube, nach 290 Games oder so haben wir es dann geschafft. Also war zumindest von den 9er Panzern her bisher der längste Gamma Grind auf jeden Fall. Der anstrengendste auf jeden Fall. Mit 4200 Anforderungen, das war schon sehr, sehr happig. Aber das war auch so ein Panzer, ähnlich wie beim Kampfpanzer 07 PE. Wenn ich den finde, also. Wollte ich die dritte Gamma einfach drauf haben. Weil es ein deutscher Panzer ist und ich den extrem gerne fahre. Und ich würde sogar sagen, overall von den 9er Mediums auf jeden Fall mein Lieblingspanzer ist. Wenn nicht sogar generell von allen Mediums Tier für Tier gesehen. Er macht einfach Saubock. Es gibt einfach nichts, was dieser Panzer nicht kann. Beziehungsweise nichts, wo du diesen Panzer nicht okay bis gut einsetzen kannst. Du kannst gut spotten, du kannst gut Halldown fighten, du hast ein gutes Gun Handling, du hast eine gute DPM. Du hast einen okayen Alpha-Schaden, der ist nicht ganz so gut, aber immerhin, im Gegenzug dazu hast du eine vernünftige DPM, du hast genug KP, du hast eine gute Mobilität mit einem Turbolader. Es ist das perfekte Komplettpaket eigentlich, wenn es jetzt um ein Medium geht. Ich werde jetzt hier nicht so hart auf den Panzer eingehen. Ich werde nochmal kurz das Setup zeigen und die Field Mods und danach gehen wir direkt in die Replays. Wer ein bisschen genaueres zum Panzer noch wissen möchte, kann sich gerne mein Showcase zum KPZ angucken, was ich vor, ich glaube, 2 Wochen hochgeladen habe. Da gehe ich noch mal ein bisschen näher auf den Panzer ein. Grundsätzlich zum Setup. Da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert im Gegensatz zum Vorstellungsvideo. Stabi Turbo Ansetzer. Im Gamma Grind natürlich noch mit Ansetzerdirektive. Und auf dem zweiten Setup statt dem Turbolader für kleine Karten eine Härtung. Und bei den Field Mods hat sich, glaube ich, auch nicht mehr viel verändert. Genau, da sind wir links, rechts, rechts, rechts. Und den Optik-Slot haben wir noch geboostet. Wobei das jetzt in meinem Fall irrelevant ist, weil ich ja eh alles voll Bonn fahre. Munitionsverteilung ist die, wie ihr seht, die folgende. Die habe ich auch nicht verändert. 25, 22, 3. Und dann würde ich sagen, gehen wir in ein paar Highlight-Runden und natürlich auch in die letzte Runde, wo wir dann letzten Endes die Gunmark geholt haben. Ja, Jodel nochmal aus dem Schnitt. Sorry, ich habe ein bisschen verkackt, was das Replay anging. Deswegen, das nachfolgende Replay ist jetzt nur das Replay, wo wir die dritte Gamma geholt haben, inklusive Live-Commentary. Das habe ich aus dem Stream geschnitten, da halt der Stream ziemlich schlechte Qualität hat. Habe ich versucht, noch mit AI, Upscaling und Frame Generation noch ein bisschen was zu retten, aber es sieht halt immer noch ziemlich schlecht aus. Deswegen, wir haben es auch mittlerweile, ich kann mal kurz gucken, 23.43 Uhr. Rechts sieht man es. Und ja, ich hab alles versucht, um das noch so halbwegs so gut wie möglich zu retten, wie es eben nur geht. Aber ja, die Qualität ist natürlich trotzdem sehr pixelig. Dafür entschuldige ich mich schon mal, aber eine andere Lösung konnte ich jetzt nicht finden. Dafür habt ihr immerhin das Live-Commentary, was ich im Stream hatte, plus die Reaction auf die Gunmark. Und ja, dann, ich hoffe, es ist okay, aber ja, mehr ging nicht. Sorry auf jeden Fall dafür schon mal. Immerhin schon mal eine gute Map mit dem guten Matchmaking von der Seite. Ich kann da gut Heiler und spielen. Die Arti wird mir zwar auf die Eier gehen, aber denke ich, kann da gut was rausholen. Ein Stück weiter links entstellen. Ein bisschen eher spotte. Weißt du überhaupt, wer rüberfährt?
Schaut nicht danach aus. Moin René. Ein wunderschön. Geht schon wieder los. Ah, na klar. Natürlich. Er kostet rüber, drückt einmal random ab und beschädigt natürlich mein Hauptgeschütz und ich treffe ihn dadurch nicht. Der Klassiker. Das ist schon wieder. Das geht schon gut los hier, die Runde. Hab ich wieder richtig Bock hier. Schon mal knapp 600 Schaden Sklore nur gespielt bisher. Ich muss den TS jetzt weglöten, wenn er E75 geschossen hat. Der Robot biegt einfach komplett. Ja, glaube ich, die kleine Kanone drauf, kann das sein? Die Tiger 2 Kanone. Ja. Habe ich direkt an der Shell Velocity erkannt. War nämlich so schnell, das ist so schnell, schießt kein E75. Dann wegcruisen. Easy. Okay, ein G-Gun gerade. Machen wir ausnutzen. Hi. Du gehst mir ganz dezent auf die Klöten mit deinem 56 GP. Ja, drück mal den Schuss rein, ist mir egal. Schon das zweite Mal das Hauptgeschütz. Reicht dann auch. Leipziger fehlt noch. Der ist ja nicht hochgefahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der müsste ja dann schon am Anfang des Games hochgefahren sein. Das würde ich ein bisschen sehr wild finden. Gut, dass der da oben steht, ist gut möglich. Kenn ich den Jagdtiger? Scheiß auf den Predator da oben. Der ist eh. Das war noch voller AP, klar, aber wen juckt's? Scheiße, ein Stück zu langsam. Kette beschädigt. Fahr. Du deutsche Ranzmühle. Predator kann mich wegschleppen, ist mir egal. Zu farmen um mein Leben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Irgendwie die Runde retten. Ah, die ist schon gerettet. Gerettet. Die Magic 94%, René. Ich bin dabei. Die ganze Zeit schon. Ich will nicht mehr. Kommt Bonturbolader, zieh! Pfeif aus dem letzten Loch, 5 Bar Ladedruck, gib alles, Alter, krüppel dich den Hügel hoch. Ich brauch den Schaden. Oh, Junge. Even 90. Verpiss dich. Bitte, Potato, löt ihn weg. Aber so, dass du nicht reinfährst. Danke. Bisschen Check Damage noch. 94,87. Ich will nicht mehr. Hit my suffering.
Please. Bitte lass es die letzte Runde, die nächste Runde die letzte sein. Aber gut was rausgeholt. War eine gute Runde. Ach. Eine Runde Brücke und die Mark ist da. LOL! LOL! Wo hatte ich denn den ganzen Blind Damage her? LOL! Wo kommt denn der Blind Damage her? Okay, ich nehme es mit. 95,04. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch Blindschuss drauf habe, aber okay. LOL, WTF. Okay, gut, aber wir haben jetzt nicht gerechnet. Achtung, es wird laut. Nice, Alter. Oh mein Gott. Weh, Alter. WTF. Hallo YouTube. <ja. lacht> Chat ist leider nicht eingebunden. Eieiei. Ah, erstmal Screenshot machen. Damit ich dann das Replay aufspeichern kann. Leckt mich am Arsch. Ich hab kein. Ey, wo hatte ich denn jetzt die ganzen Blindschutz noch drauf? Ich habe keine Ahnung. Oder ich hab mit Sicherheit noch irgendwie Blindspot gehabt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Blindshots hatte. Lol. Oh, es ist so geil, Mann. Das sieht so geil aus. Jetzt kann ich das Ding halt auch, weißt du, vollkommen. Weißt du, ohne irgendwie auf irgendwelche Gunmarks zu achten, kann ich das Ding jetzt einfach so ballern bis zum Get-No. Es ist so ein geiler Panzer, Mann. Ich würde sagen, es ist sogar mein Lieblingspanzer im ganzen Spiel. Das Ding ist sogar über Leopard 1, einfach weil du mit dem. Du kannst mit diesem Panzer einfach alles machen. Es ist so ein geiler Tank. So ein kranker Medium, wirklich.